Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, zu einem neuen Beitrag von Gartenschlau.com. Mein Name ist Bernd Vollmer und heute geht es um das Thema, wie man Paprikas bzw. auch Chilis aus frischen, reifen Früchten selber heranziehen kann und was es dabei zu beachten gibt. Hier haben wir eine Spitzpaprika rot. Und wenn wir hier auf die Verpackung schauen, schaut man komisch drauf und stellt fest, es steht auch nicht wirklich eine Sorte drauf. Es steht nur das Kaliber drauf, 40 bis 80 Millimeter, kommt aus Marokko. Ja, das ist toll. Spitzpaprika rot sagt einem jetzt auch nicht so viel. Also Zettel brauchen wir nicht. Weg damit. Was da jetzt für eine Sorte dahinter steckt, kann man so auch gar nicht sagen. Man kann das auch nicht schmecken. Sie ist auf jeden Fall frisch, wenn man sie knackt. Schmeckt auch lecker. Recht süß. Und da kommt man dann natürlich auf die Idee, hey, wenn ich die jetzt weiter knacke oder mit einem Messer aufschneide, man hört schon, die Samen fallen heraus. Dann könnte man doch auf die Idee kommen, diese Paprika auszusäen. Ja, das ist auch die Thematik in diesem Video. Aber wie wahrscheinlich ist das denn, dass aus diesen Samen auch das herauskommt, was wir hier in Form dieser Spitzpaprika sehen? Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Die ganzen Produzenten und Hersteller der Paprikas, also diesen ganzen Gärtner, wollen ja, dass wir nicht einfach hergehen und deren Produkte kopieren. Und da hat die Natur eigentlich schon, sag ich mal, den Kopierschutz mit eingebaut. Wenn man nämlich zwei Sorten miteinander kreuzt, dass am Ende eine neue Sorte entsteht, nämlich die F1-Sorte, wird, wenn man diese wieder kreuzt, nicht das dabei herauskommen, was am Anfang vorhanden war. Das heißt, da kommt die F2 raus und die streut. Da kann ein Anteil X ist dann in der Menge, sage ich mal, die Mutterpflanze und Anteil Y ist dann wieder die Vaterpflanze, wenn man das jetzt ganz grob und einfach umreißen möchte. Ich werde in einem gesonderten Video da noch genauer darauf eingehen, aber ihr könnt euch sicher sein, hier ist eine F1-Sorte dahinter und es wird nicht das dabei herauskommen, was ihr vermutet. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Deswegen machen wir jetzt die Aussaat. Die aufgeschnittene Paprika brauchen wir jetzt nicht mehr, die kann weg. Wir benötigen einen Topf. Die Samen, die wir herausgenommen haben, die verteilen wir hier auf dem Topf. Ich nehme ein Gemeinschaftstöpfchen, denn das ist einfach ein Experiment. Man weiß ja nicht, ob es überhaupt keimt oder nicht keimt, ob was keimt, was keimt und wie es keimt. Eingepflanzt. Wie bei allen Nachtschattengewächsen kann man das ruhig etwas tiefer machen, mit Erde bedecken und dann wird das Ganze angegossen. Die Samen müssen wir nicht einweichen, denn es handelt sich dabei um frisches Saatgut und das hat natürlich schon die Eigenschaft, dass es ja schon gequollen ist und mehr oder weniger keimbereit auch ist. So, dann braucht man natürlich ein Etikett. Dann schreiben wir hier. Sorry, ich sollte mit einem S anfangen. Spitzpaprika rot. Wenn ihr wisst, wo ihr sie gekauft habt, könnt ihr das draufschreiben. Dann der 21.02.2018. Und dann wird das Etikett da reingesteckt. Wie gesagt, ihr könnt auch F1 oder was auch immer draufschreiben. Wenn ihr auf der Verpackung gesehen habt, was das für eine Sorte ist, schreibt auch gerne die Sorte drauf. Dann könnt ihr nämlich immer am Ende im Internet nachschauen, wie sah denn die Sorte aus. Wenn dann am Ende, ich übertreibe jetzt einfach mal, eine gelbe Paprika dabei herauskommt, dann werdet ihr genau wissen, was da am Anfang drin war und was am Ende rauskam und dass das einfach nicht zusammenpasst. Genau, das war's zum Thema Aussaat von Spitzpaprika. Mal gucken, was dabei herauskommt. Und dann schauen wir mal, wie es mit den anderen Chilis weitergeht. Denn im nächsten Video geht es um das Thema. Diese kleinen Chilis. Wahrscheinlich eine Bird Eye Chili. Ich gehe mal davon aus, dass das eine Sorte ist, wo die Früchte nach oben wachsen.
Das ist eine Vermutung. Auf der Verpackung steht einfach bloß Chili ganz für Gulasch und für feurig scharfe Soßen. Sorte ist nicht vermerkt, müsste man anfragen. Was dann am Ende herauskommt, werden wir wissen, wenn wir diese Samen ausgesät haben. Also, bis zum nächsten Video und ciao.